Im Januar ist ja immer die Zeit, das neue Gartenjahr zu planen und auch die ersten Aussaaten zu machen. Wir haben noch ein bisschen Saatgut gekauft, was uns noch fehlte, und ich habe die ersten Sachen ausgesät. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich gekauft und was ich ausgesät habe, dann bleibt dran. Vorher zeige ich euch aber noch ein paar Aufnahmen von der Strecke zu unserem Landmarkt. Ich hatte euch ja erzählt, dass es so doll geregnet hat hier die letzte Zeit. Und ja, dann könnt ihr euch mal selbst überzeugen, wie hier die Wassermassen auf den Feldern stehen und die Flüsse über die Ufer getreten sind. Ja, diese Regenaufnahmen sind ungefähr 2 Wochen her. Inzwischen sind die Wasserstände schon ein bisschen wieder zurückgegangen. Es hat ein bisschen weniger geregnet. Dafür hatten wir schon wieder Frost und Schnee. Demzufolge ist also im Garten wirklich im Moment immer noch gar nicht viel zu tun. Ja, und darum habe ich mich konzentriert auf meine Gartenplanung und ja, habe geguckt, was mir noch fehlt an Saaten. Und wir haben die eben gekauft, die Saaten in unserem Landmarkt. Das meiste habe ich selber schon in meiner Saatkiste, in meiner Samenbank, wie ich immer sage. Aber ein paar Sachen fehlten dann eben doch noch. Ich habe immer das Problem, Saat von Erbsen und Bohnen zum Beispiel selber zu ziehen. Gerade von Bohnen, weil einfach der erste Frost im Herbst immer so früh kommt, dass ich Schwierigkeiten habe, da noch welche ausreifen zu lassen. Und ich tue mich immer schwer damit, ganze Pflanzen einfach nur für die Saatgutproduktion stehen zu lassen. Gerade wenn die generelle Ernte nicht ganz so gut läuft bei den Bohnen, dann erntet man natürlich jede Bohne, die man kriegen kann, und lässt nicht ja, massenweise da welche an den Pflanzen hängen. Und darum fehlten mir in diesem Jahr zum Beispiel Bohnen. Vor
Feuerbohnen konnte ich zum Glück selber ziehen. Die konnten irgendwie ein bisschen mehr Kälte vertragen. Die waren ja auch nicht so dicht am Boden. Die wachsen ja nach oben. Aber demzufolge haben wir eben noch Saatgut von Bohnen gekauft und auch Erbsen. Ja, und das gleiche Problem habe ich auch immer mit Paprika. Die braucht ja auch sehr lange, bis sie ausreift. Und dazu fehlt uns meistens hier in der Gesamtwachstumsperiode die Wärme, die Länge und das Licht manchmal auch. Und ja, Paprikasaatgut demzufolge selber zu ziehen, ist nicht ganz leicht. Ich habe zum Glück noch einige Tüten in Reserve, aber sobald ich die Möglichkeit habe, besorge ich mir doch gern auch immer noch mal was dazu. Genauso ist es mit Chili und Peperoni. Und die habe ich darum in diesem Jahr auch jetzt besonders früh ausgesät. Also jetzt schon im Januar. Normalerweise mache ich das immer erst Mitte Februar, weil ich einfach versuchen möchte, dass die ein bisschen früher reif werden, dass ich da dann auch wieder mehr eigenes Saatgut nehmen kann. Denn wir hatten jetzt wirklich hier einige Pakete, wo wirklich nur 4 oder 5 Saatkörner drin waren. Und das ist natürlich ganz schön deprimierend, vor allen Dingen auch im Verhältnis zum Preis. Also ich habe für alle Saaten pro Tütchen 45 Kronen bezahlt pro Stück. Also ungefähr 4 Euro. Und dann, wenn da dann nur 4 Saatkörnchen Paprika drin sind, das ist schon ganz schön heftig. Es war zwar eine Aktion, Kauf 3, bezahlt 2, sodass man ein bisschen sparen konnte, aber eigenes Saatgut selber zu gewinnen ist natürlich ja, die sinnvollste Möglichkeit. Und darum habe ich eben dieses Jahr auch schon früher angefangen mit der Voranzucht von bestimmten Sorten. Ich habe also angefangen mit Paprika, Chili, Peperoni, Physalis und Aubergine, weil die einfach eine sehr lange Wachstumsdauer haben, bis die Früchte ausreifen. Und ein paar Tomaten habe ich auch schon ausgesät. Eigentlich wollte ich auch schon ein paar Salate und Mangold aussehen. Dazu bin ich aber leider noch nicht gekommen. Und das mache ich dann demnächst. Ich richte mich jetzt das allererste Mal so ein bisschen nach dem Mondkalender. Das habe ich bisher ja noch nie gemacht. Aber da wir den neuen Happy Huhn Kalender von Robert Höck zu Weihnachten bekommen haben, ich kann ihn euch hier mal eben einblenden. Darin sind eben die Aussaattipps angezeigt für Blatttage, Fruchttage und Wurzeltage. Naja, und ich werde mich da jetzt nicht total heftig nachrichten, aber wenn es sowieso gerade passt, dann dachte ich, werde ich mal ausprobieren, ob ich da Unterschiede ja, im Erfolg rausfinden kann. Habt ihr auch schon mal viel mit dem Mondkalender gesät und gegärtnert oder interessiert euch das gar nicht so? Könnt ihr mir ja mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren, wie da eure Erfahrungen sind mit dem Gärtnern, mit dem Mond. Nun zeige ich euch aber erstmal, wie ich die Pflanzen ausgesät habe. Tomaten sehe ich normalerweise erst Anfang März aus, denn normalerweise reicht da locker die Kulturdauer. Ich habe aber dieses Jahr einfach schon mal ein paar Saatkörner mit in die Erde gebracht, einfach für eine Staffelsaat, damit ich ein paar Exemplare mit ein bisschen Glück schon vorher beernten kann. Überhaupt habe ich von allen Pflanzen, die ich jetzt ausgesät habe, immer nur so 4, 5 Stück ausgesät, so dass ich einfach diese lange Zeit, bis ich mit den Pflanzen ins Freiland kann, nicht hier drinnen unter Platzmangel leiden muss. Ihr habt gesehen, ich habe diese Brotbackformen benutzt. Die eignen sich total gut, weil die schön tief sind und das Saatgut da drin nicht so schnell austrocknet. Und ja, mit denen habe ich einfach gute Erfahrungen gemacht. Und da habe ich dann eben in den Reihen von jeder Sorte 4 bis 5 Körnchen abgelegt. Und die kann ich dann auch relativ gut verwalten, bis sie dann nach draußen kommen. Sonst hat man sehr schnell Platzmangel auf der Fensterbank. Thank you.
Ich habe jetzt die Aussaatkästen, also die Brotkästen, erstmal auf meine Heizung gestellt, die ja durch unseren Kaminofen erwärmt wird. Denn generell ist es bei uns im Haus einfach nicht so warm, dass die Keimtemperatur von 20 bis 25 Grad gerade für Paprika und Chili dauerhaft erreicht ist. Also eigentlich nie. Und auf der Heizung haben sie es halt erstmal jetzt ein bisschen wärmer, um da in die Pötte zu kommen. Wenn das nicht klappen sollte, habe ich ja noch letztes Jahr so eine Wärmeplatte geschenkt bekommen von Zuschauern. Dann werde ich die alternativ benutzen, aber ich versuche natürlich jetzt erstmal möglichst stromsparend die Wärmequellen zu nutzen, die ich sowieso zur Verfügung habe. Und demzufolge ist die Heizung da einfach die naheliegendste Methode. Sobald das Saatgut gekeimt hat, stelle ich das dann ein bisschen heller und vor allen Dingen auch kühler an die Fensterbank. Das ist ganz wichtig natürlich, sobald die Pflanzen da sind, dass sie viel Licht brauchen und insgesamt kühler stehen, damit sie nicht so schnell in die Höhe wachsen und vergeilen, nennt man das ja. Dann werden die so ganz dünn und instabil und schaffen das auf keinen Fall, bis sie ins Gewächshaus können, irgendwie stabile, kompakte Pflanzen zu werden. Und darum müssen sie dann auf jeden Fall so bummelig bei, ja, 14, 15, höchstens 16 Grad stelle ich sie auf. Und eventuell dann auch gleich schon drüben in der Gästehütte, in meiner Anzuchtstation, da bekommen sie dann auch LED-Licht oben durch solche LED-Panels, je nachdem, wie sich das Licht entwickelt. Und manchmal haben wir schon genug Licht am Fenster, aber im Moment haben wir ja wie eine sehr dunkle Zeit hier und da würde ich denken, werde ich auf jeden Fall LED-Panels dazu benutzen müssen. Ja, wie gesagt, generell muss ich dieses Jahr auf jeden Fall noch mehr mit Saatgutgewinnung arbeiten. Ich habe hier dieses Handbuch Samengärtnerei. Das kann ich euch sehr empfehlen. Da stehen zu allen Saaten gute Tipps drin, wie man sie am besten gewinnt und erntet. Und ja, da kann man auf jeden Fall noch eine Menge Geld sparen, wenn man sein Saatgut komplett selber herstellt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man biologisches Saatgut benutzt, also samenfestes Saatgut, damit am Ende auch wirklich die gleichen Eigenschaften bei der nächsten Generation Pflanzen wieder auftritt. Ich gönne mir übrigens bisher immer den Luxus, fertige Aussaaterde zu kaufen. Darüber kann man natürlich diskutieren. Wir haben auch schon mal ein Video darüber gemacht, Aussaaterde selber zu machen. In Nordfriesland haben wir dafür immer Maulwurfshaufen eingesammelt und die erhitzt in der Küchenhexe und haben dann unsere eigene Saaterde hergestellt. Hier ist das ein bisschen schwieriger, weil wir hier einfach irgendwie gar keine Maulwurfshaufen haben und ich nicht die optimale, ja, Erdstruktur habe, um hier Aussaaterde selber zu machen. Und solange ich die Möglichkeit habe, gönne ich mir dann zu Beginn der Saison immer mal so einen Sack mit Aussaaterde. Auch dazu könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Stellt ihr eure Aussaaterde selber her oder kauft ihr die in Säcken oder wie macht ihr das mit eurer Aussaaterde? Ja, alles, was ich ausgesät habe bis dato, schreibe ich ja immer in mein Gartentagebuch. Ihr kennt das schon, seit vielen Jahren führe ich so ein Gartentagebuch, wo ich alle Saaten vermerke, die ich erstmal brauche, die ich habe, wie meine Gartenplanung aussieht. Ich male mir jedes Jahr einen Plan für meine Gemüsebeete und die Aufteilung mit der Fruchtfolge, damit ich auch genau weiß, was ich alles wo und wie unterbringen kann. Genau, und da notiere ich einfach alles, was ich ausgesät habe, wann ich pikiert habe, was gekeimt ist und was nicht, welche Saatgutsorten ich benutzt habe und was ich dann gegebenenfalls nächstes Jahr vielleicht auch wieder verwerten möchte, je nachdem, wie gut es gelaufen ist. Ja, und was ich nachher geerntet habe, kann ich dann auch hier in meinem Gartentagebuch vermerken. Also das ist eine super Sache, denn auch wenn man immer denkt, ach, ich merke mir schon, was ich wo gepflanzt und gesät habe, meistens vergisst man es dann doch. Das gilt natürlich auch für die Aussaaten in den kleinen Schälchen. Auch da ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, die Saaten vorher zu markieren und mit kleinen Schildchen hinzuschreiben, was man ausgesät hat. Sonst verliert man echt ratzfatz den Überblick.
Ja, das war's für heute. Nächstes Mal zeige ich euch noch ein paar Sachen zu meiner Gartenplanung, was ich wie anbauen möchte und was überhaupt vor allen Dingen. Und vielleicht kann ich euch dann schon die ersten Pflänzchen zeigen, die dann hoffentlich gekeimt sind. Habt ihr dann auch schon angefangen, was auszusehen? Habt ihr schon die ersten Saaten unter der Erde? Wenn ja, erzählt mir doch gerne, was ihr schon ausgesät habt. Oder befindet ihr euch gartentechnisch noch im Winterschlaf? Könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ansonsten sehen wir uns bis nächstes Mal, hoffentlich mit etwas besserem Wetter und ja, habt bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!